da seid. Wir werden heute mit euch spannende Fälle lösen. Das hier hinter mir ist das Ruhrfestspielhaus Recklinghausen. Da gibt's heute einiges zu tun. Wir bekommen Unterstützung von der neuen Philharmonie Westfalen unter der Leitung von Rasmus Baumann. Aber die muss ich jetzt erstmal finden. Da seid ihr ja, die neue Philharmonie Westfalen. Hallo allerseits. Kombiniere, dann musst du doch Inspektor Rasmus Baumann sein. Nein, ein Inspektor bin ich nicht. Ich bin der Generalmusikdirektor der neuen Philharmonie Westfalen und heute der Dirigent. Ein General? Das ist ja noch viel besser. Das wird uns bestimmt helfen beim Lösen unserer Fälle. Was wird eigentlich gerade gespielt? Oh! Die kleine Nachtmusik, die kenne ich. Da haben wir es mit einem musikalischen Wiederholungstäter zu tun. Wolfgang Amadeus Mozart. Zudem habe ich schon ein ausführliches Täterprofil angelegt. Die Akte Mozart wird uns also jetzt beschäftigen. Äußerst interessant. Geboren wurde er am 27. Januar 1756, und zwar hier in Salzburg. Mit 4 lernte er Klavier spielen, mit 5 begann er zu komponieren und mit 6 ging er zum ersten Mal auf Tour, und zwar mit seinem Vater durch ganz Europa. Bis hierhin kein Problem. Aber jetzt kommt's. Viele glauben, dass unser Täter so aussah. Doch Experten meinen, das ist nicht richtig. Wolfgang Amadeus Mozart bekam mit 12 Jahren die Pocken und die hinterließen Narben in seinem Gesicht. Fortan wurde er also immer viel hübscher gemalt, als er eigentlich war. Er wurde sozusagen gefotoshoppt, noch lange bevor es überhaupt Photoshop gab. Wir wissen also nicht genau, wie er aussah, aber wir haben eine brandheiße Spur, seine Musik.
Entdeckt. Und zwar mit gerade mal 14 Jahren wurde Wolfgang Amadeus Mozart zum ersten Mal zum Dieb. Tatort Rom. Wir schreiben den 14.04.1770. Das Opfer, niemand Geringeres als der Papst. Das Diebesgut, eine weltberühmte, streng geheime Melodie. Das Miserere von Gregorio Allegri. ...140 Jahre wurde diese Melodie unter Verschluss gehalten. Der Papst hatte unter Strafe verboten, die Noten zu veröffentlichen. Normalerweise wurde die Melodie von einem neunstimmigen Chor gesungen. Und zwar nur einmal im Jahr, in der Woche vor Ostern, in einer der schönsten Kapellen der Welt, der Sixtinischen Kapelle in Rom. Und was macht dieser Wolfgang Amadeus? Er schleicht sich in die Sixtinische Kapelle. Er hört sich das Stück an und merkt es sich Note für Note. 10 Minuten Musik. Danach flitzt er nach Hause und schreibt alles auf. Das hatte vor ihm noch keiner geschafft und vor allen Dingen noch niemand gewagt. Ein ganz schöner Schlingel, dieser Wolfgang Amadeus Mozart. Und wir kommen schon zu unserem nächsten Fall. Nachtmusik. Warum heißt die kleine Nachtmusik eigentlich Nachtmusik? Rasmus, können wir gerade noch mal den Anfang hören? Lasst uns mal überlegen. Nachtmusik. Nacht. Was macht man in der Nacht? Natürlich schlafen. Richtig. Ist doch klar. Die Nachtmusik ist ein Schlaflied. Juri, sorry, aber da bist du auf der falschen Fährte. Wenn die Nachtmusik ein Schlaflied wäre, dann würde sie so klingen. Okay, überzeugt, Rasmus. Also da schlafen einem ja echt die Füße ein. Das heißt, wir müssen weiter überlegen. Nachts. Nachts sind ja auch Räuber und Diebe unterwegs. Vielleicht heißt die kleine Nachtmusik auch Nachtmusik, weil sie nachts von Mozart gestohlen wurde. Juri, nein, Mozart hat die Nachtmusik doch nicht geklaut. Er hat sie komponiert. Oh. Ich habe aber noch eine andere Idee. Ah ja? Die Nachtmusik ist ja eine Serenade. Und eine Serenade ist ein Stück, das früher abends gespielt wurde. Ach so, na klar. Nachts wird ja nicht nur geschlafen, nachts wird nicht nur geklaut und geraubt, nachts wird ja auch gefeiert. Das ist Partymusik für ein Fest mit Freunden. Mal gucken, wie diese Party weitergeht.
Das gibt's doch nicht. Unsere Ermittlungen stecken in einer Sackgasse. Also das war doch jetzt keine Partymusik mehr, Rasmus. Gib nicht auf, Juri. Bei einem klassischen Musikstück klingen nie alle Sätze gleich. Das wäre ja langweilig. Das jetzt zum Beispiel, dieser zweite Satz heißt Romanze. Romanze? Moment, du, eine Romanze? Das ist doch eine Liebesgeschichte zwischen zwei Leuten, oder? Moment mal, vielleicht finde ich da ja auch eine Spur in der Partitur. Romanze? Oh, könnt ihr gerade noch mal die ersten beiden Takte von der Romanze spielen? Ich glaub es nicht. Da ist doch ein Pochen drin. Ja, das klingt so, als würde ein Verliebter bei seiner Verliebten an die Tür pochen. Kann ich das Pochen gerade noch mal hören? Ja, und das, wie es da weitergeht, das könnte auch so ein Liebeslied sein. Spielt noch mal eben, ja? Mach bitte auf, ich möchte dich gerne sehen. Nein, tut mir leid, aber ich hab heute keine Zeit. Mach bitte auf, ich möchte dich gerne sehen. Gut, dann komm doch einfach ganz schnell zu mir rein. Da steckt doch schon wieder ein Fall für uns drin. Tatort Wien. Wir schreiben das Jahr 1781. Das hier ist Salzburg. Hier ist Mozart gerade aus seinem Job rausgeflogen. Er ist nach Wien gezogen und ist bei Familie Weber untergetaucht. Und die haben zwei Töchter. Und eine von den beiden Töchtern heißt Konstanze. Zwischen Konstanze und Wolfgang hat es mächtig gefunkt. Ich werde mal versuchen, diesen Fall zu rekonstruieren. Es ist Nacht. Wolfgang liegt alleine in seinem Bett. Er wacht auf. Er steht auf. Er schleicht über den Gang rüber zum Zimmer von Konstanze. Er kommt an die Tür. Er klopft. Sie öffnet. Und dann dehnt ein tiefer Seufzer seine Brust. Das ist der Seufzer. Können wir ihn gerade noch mal hören, Rasmus? Im folgenden Stück sind zwei Seufzer versteckt. Einen für Mozart und einen für Konstanze. Ihr Musikdetektive müsst ihn heraushören. Ich werde euch ein bisschen helfen. Wenn ihr es ganz schwer haben wollt, dann macht die Augen zu und die Ohren auf. Los geht's! Wolfgang seufzt Konstanze an, Konstanze seufzt Wolfgang an. Die beiden schauen sich verliebt in die Augen. Doch dann klopft es wieder an der Tür. Viermal kurz, einmal lang.
Dreimal kam das gerade eben. Und ihr habt's bestimmt schon gemerkt, dass es nicht mehr dieses verliebte an die Tür pochen. Nein, nein, das klingt fordernd. Zählt mal mit. Wie oft hört man das Klopfen an der Tür? Habt ihr das Klopfen gezählt? Viermal kurz, einmal lang. Insgesamt kam es 9-mal vor. Wenn ihr das richtig rausgehört habt, dann seid ihr echte Meistermusikdetektive. Aber wer klopft da eigentlich an die Tür? Wolfgang schaut Konstanze verängstigt an und sagt: Konstanze, Mensch, wer kann denn das sein? Mitten in der Nacht. Konstanze sagt: Du, ich befürchte, das ist mein Vater. Und wenn der uns hier erwischt, dann bekommen wir richtig Ärger. Schon hört man draußen an der Tür klopfen und eine Stimme ruft: Konstanze, was ist da drin los? Wolfgang weiß sich nicht anders zu helfen. Er springt aus dem Fenster und schleicht sich auf Zehenspitzen davon. Wolfgang ist in Sicherheit, aber bei Konstanze, da spitzt sich die Lage dramatisch zu. Der Vater draußen an der Tür sagt: Konstanze, mach sofort auf! Dann reißt er die Tür auf, geht zu seiner Tochter, schaut sie böse an und sagt: Wer war da gerade eben in deinem Zimmer? Konstanze schaut ganz unschuldig und sagt: Wie? Hier, in meinem Zimmer? Nein, da war doch niemand. Der Vater wutentbrannt: Wehe, du lügst. In der Musik klingt das gleich so. Diese nächtliche Begegnung zwischen Vater und Tochter hören wir uns jetzt mal ganz genau an.
ob sich die Romanze zwischen Wolfgang und Konstanze wirklich genauso zugetragen hat, das weiß heute keiner mehr. Aber wir wissen, dass Mozart bei Familie Weber ausziehen musste, weil die Angst um ihren guten Ruf hatte. Und ein knappes Jahr später, nämlich ganz genau am 4. August 1782, hat Wolfgang Konstanze geheiratet. Und sie führten eine glückliche Ehe und feierten fröhliche Feste. Liebe Musikdetektive, ich habe schon den nächsten Fall für euch. Das Stück, was wir eben gehört haben, war ein sogenanntes Menuett. Aber was ist ein Menuett? Hat es etwas mit dem Menü zu tun? Oder ist es vielleicht ein französischer Gesellschaftstanz, den Prinzen und Prinzessinnen gemeinsam getanzt haben? Oder steckt im Menuett vielleicht das Minarett, der Turm einer Moschee, auf dem der Vorbeter steht? Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Die richtige Antwort lautet: Ein Menuett ist ein französischer Gesellschaftstanz. Und damit kommen wir schon zum nächsten Fall. In der Musik, die wir jetzt gleich hören werden, hat Wolfgang Amadeus Mozart die Melodie bei einem ganz bestimmten Instrument versteckt. Eure Aufgabe ist es zu finden, welches Instrument spielt die Hauptmelodie. Ohren auf, los geht's! Ein ganz schön kniffliger Fall. Habt ihr rausgehört, bei welchem Instrument hier im Orchester gerade eben die Melodie versteckt war? Keine Sorge, wir finden es heraus. Und zwar so, wie das Detektive immer machen. Mit einem Verhör. Wir führen eine Zeugenbefragung durch. Kontrabass. Was habt ihr gerade eben gespielt? Naja, also schön, aber Melodie war das nicht. Cello, ihr wart doch auch gerade am Tatort. Wie klang das denn gerade bei euch? Das ist auch nicht die richtige Fährte, aber Bratsche, ihr wart auch dabei. Was habt ihr gespielt? Musik.
Da war schon mehr Musik drin, aber so ganz überzeugen tut mich das noch nicht. Wenn es weder Kontrabass, Cello noch Bratsche war, dann können es doch nur die Geigen gewesen sein. Rasmus, die Geigen hauen ab! Fang die Geigen ein! Das könnte euch so passen, liebe Geigen. Einfach so ausbüchsen. Wir fordern ein Geständnis. Wir haben die Geigen überführt. Der Fall wäre gelöst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nach so einem gelösten Fall ist mir immer nach Tanzen zumute. Tanzt mit! Eine allerletzte Frage wollen wir heute allerdings noch klären. Ein letzter Fall für euch zu Hause. Was ist an der kleinen Nachtmusik eigentlich klein? Heißt sie kleine Nachtmusik, weil Mozart klein war mit nur 1,63 Meter Körpergröße? Oder hat Mozart die kleine Nachtmusik vielleicht auf ganz kleine Briefmarken geschrieben und deswegen kleine Nachtmusik? Oder heißt sie kleine Nachtmusik, weil es einfach sein kürzestes Nachtmusikstück ist? Jetzt müsst ihr Detektive zu Hause euch entscheiden. Die richtige Antwort lautet... Die kleine Nachtmusik heißt kleine Nachtmusik, weil es die kürzeste ist, die Mozart geschrieben hat. Er hat 12 Serenaden komponiert, aber die kleine Nachtmusik ist die kürzeste und deswegen heißt sie eine kleine Nachtmusik. Ja, und damit kommen wir auch zum Ende unseres großen Mozart-Krimis. Vielen Dank an die Neue Philharmonie Westfalen unter der Leitung von Rasmus Baumann. Und vielen Dank an euch fürs Miträtseln und Mitmachen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.